Das inzwischen schon traditionelle Benefizkonzert des Rotary-Clubs Eisleben Mansfelder Land zog auch im vergangenen Jahr, wie hier im Mechthildssaal im Kloster Helfter, zahlreiche Musikinteressierte an. Der Erlös ging 2023 an den Ziegelröder Spielmannszug und auch das Tierheim Eisleben erhielt wieder eine Zuwendung. In wenigen Tagen ist wieder ein neues Konzert geplant. Auch in diesem Jahr lädt der Rotary Club Eisleben Mansfelder Land wieder ein zu einem Benefizkonzert, wie wir das schon seit vielen Jahren tun. Es kommt in diesem Jahr wieder das Orchester der Bundespolizei Berlin, ein symphonisches Bläserensemble von 45 Musikern, die eigentlich alle spielen können und schon vor 2 Jahren einmal bei uns waren, mit sehr großem Erfolg, und die freuen sich auch wiederzukommen. Diesmal bringen sie sogar eine Gesangssolistin mit. Bin mal sehr gespannt auf das Programm, das wird jetzt noch final ausgearbeitet und wir freuen uns eigentlich alle auf ein schönes Ereignis. Das Konzert findet statt am Sonntag, dem 17. März diesen Jahres, hier im Kloster Helfter im Mechthildssaal, wie schon die letzten Jahre. Der Konzertbeginn wird sein um 16 Uhr, Einlass ist möglich ab 15 Uhr. Karten können erworben werden entweder hier vor Ort an der Abendkasse, es sind sicherlich noch einige übrig, sowie auch im Vorverkauf, der schon seit einiger Zeit stattfindet. Zum einen hier in Deckards Hotel werden Karten angeboten, sowie auch dann im Autohaus Ruck, Autoservice Eisleben an der Halleschen Straße, sowie im Presseshop Tille im Rewe Center. Der Reinerlös des Konzertes fließt zu dem Kinder- und Jugendchor Lutherstadt Eisleben, der schon seit 1974 besteht und sich seit Jahrzehnten sehr erfolgreich um die musikalische Erziehung unserer jungen Menschen bemüht.